Hallo Leute, willkommen zurück bei Mass Effect hier auf Eden Prime. Wir haben in der letzten Folge eine neue Kollegin bekommen, Gunnery Chief Ashley Williams. Dafür hatten wir davor unseren lieben Kollegen Jenkins, den Corporal, verloren. Oh, hier bekommen wir einen Pfeil angezeigt. Genau, hier können wir uns verstecken. Warum? Auf dem Radar rechts unten sehe ich jetzt mal... Oh, sehe ich jetzt mal nichts. Ah, okay. Ich kann da gegen so eine... Mit dem linken Stick-Taste können Sie die Ducken wieder aufstehen und hinter niedrigen Objekten Deckung finden. Ducken Sie sich. Also wenn ich jetzt hier einfach dagegen laufe gegen so hohe Objekte, dann macht das praktisch diese Position. Und wenn ich hier den Stick drücke, das habe ich am Ende von der letzten Folge... Oh. Okay, dich hätte ich erwischt. Oh, das sind noch weitere rote Punkte. Scheinen endlos Munition zu haben. Da ist noch einer. Einer ist noch da. Da. Hätte ich dich erwischt, geht. Sicher. So. Und was sagst du? Früher war es wunderschön. Okay. Eden Prime wird nie wieder wie früher eindeutig sein. Da oben sind noch mehr von diesen aufgespießten Leichen. Oh Mann. Dann gehen wir doch mal hier hin. Ausgrabungsstätte untersuchen. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Was ist mit Überlebenden? Auf geht's. Reine Zeitverschwendung. Nee. Was ist mit Überlebenden? Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Hm. Vielleicht verstecken sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Okay. Dann würde ich sagen, Inhalt wird gespeichert. Okay. Kleiner Lag beim Speichern. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Okay, Kiste öffnen. Schrotflinte Scimitar 1. Schrotflinte Hurricane 2, Präzisionsgewehr Hammer 1. Okay. Kann ich mich eigentlich jetzt hier anders ausrüsten? Über die Ausrüstungsbildschirm können Sie die Ausrüstungsteile aller Ihrer Squad-Mitglieder kontrollieren, ausrüsten oder mit Upgrades versehen. Drücken Sie links oder rechts auf dem Steuerkreuz, um zwischen den Waffen, Rüstungen und anderen einfachen Gegenständen zu wechseln. Drücken Sie oben oder unten auf dem Steuerkreuz, um die verfügbaren Modelle der einfachen Gegenstände im Fenster ausgewählte Gegenstände aufzurufen. Mit A wechseln Sie einen ausgerüsteten Gegenstand gegen einen ausgewählten Gegenstand aus. Mit X wechseln oder installieren Sie Upgrades für einen ausgewählten Gegenstand. Mit Y demontieren Sie einen ausgewählten Gegenstand und wandeln ihn für den späteren Gebrauch in Universalgel um. Dieser Gegenstand ist für immer verloren. Okay. Ashley? Präzisionsgewehr? Kaidan? So, jetzt sind aber mal wir dran. Also Präzisionsgewehr interessiert mich jetzt nicht. Pistole. Ich hatte doch aber so... Panzerung? Da ist es zum Beispiel auch so. Wir haben eine Onyx 1 und die Scorpion 1 ist mal um einiges besser. Ja? Soll ich jetzt mal ausrüsten? Und jetzt habe ich eine Scorpion 1. Oh, die sieht ja verboten aus. Okay. Genau, aber wir haben nur... Also auf der rechten Seite hätten wir jetzt eine Liste. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel die Scimitar. Die ist um einiges besser als unsere Storm. Aber die... ja, Scimitar 1 oder die Hurricane 2... ich bin jetzt mal für die Hurricane 2, weil die vom Hitzelimit her besser ist. Und auch von der Präzisionseinstufung her. Also, dann nehme ich jetzt mal die Hurricane. Nein, oh, falsche Taste. Ich nehme den hier. Und zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, okay, die Storm 1 brauche ich nicht mehr. Die wandle ich jetzt in Universalgel um. Universalgel ist so eine Art Joker, die wir dann verwenden können, wenn wir zum Beispiel irgendwas nicht auf die Reihe kriegen, irgendwas nicht öffnen können oder so. Gut, aber halten wir uns mal da nicht so lange auf, gehen wir mal weiter.
aber natürlich versetzen wir uns in Alarmbereitschaft. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mal die Schrotflinte nehmen soll. Ich probiere es mal. Die Hurricane. Das war jetzt das, was man da aufblitzen hat sehen. Das war so ein Schutzschild, den wir haben. Wir können übrigens auch halt anders. Zuweisen. Wo können wir denn den zuweisen, den Warp? Ich dachte immer, das wäre die Y-Taste. Das muss ich auch nochmal gucken. Oh. Guter Platz für einen Hinterhalt. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Okay. Und wir haben ein oranges X auf dem Radar. Oh oh. Oh oh. Sieht euch mal die Leute da an, Leute. Oh. What? Oh Gott. Und jetzt? Hä? Okay. Wie? Weg hier mit dir. Okay. Wow. Wir haben die Schilde verloren. Wir haben die Schilde verloren, ja, ja. Das ist jetzt mal nicht so schlimm. Okay, da ist ein oranges X. Ich gehe jetzt mal auf die Karte. Oranges X heißt... Oranges X, ja. Wahrscheinlich, dass wir da halt irgendwie eine Zwischenstation haben. Wichtiger Ort. Ah, okay, das ist ein wichtiger Ort. Ich versuche jetzt nochmal hier rein zu zoomen. Na, das geht hier nicht irgendwie. Doch, jetzt. Ah, jetzt geht's mit dem Zoomen hier. Ja, also gut, ein wichtiger Ort. Gehen wir mal zu diesem wichtigen Ort. Hier in die Richtung. Wow. Da war was. Ah, okay. Türsteuerung. Okay. Danke, Ashley. Leichte Dechiffrierung. Das probieren wir mal. Starte manuelles Überbrücken. Okay, Überbrückung erfolgreich. Wenn wir das jetzt nicht geschafft hätten, dann hätten wir jetzt dafür dieses Medigel einsetzen können. Oder ist es dieses Universalgel? Universalgel hätten wir da einsetzen können. Genau. Und Medigel ist dann natürlich zum Heilen von Kameraden. Okay, gehen wir mal rein. Menschen, okay. Dem Schöpfer sei Dank. Beeilen Sie sich! Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen! Sie sind jetzt in Sicherheit. Wer sind Sie? Erzählen Sie mir, was passiert ist. Sie sind jetzt in Sicherheit. Haben Sie keine Angst. Wir werden Sie beschützen. Danke. Aber ich denke, das wird nicht nötig sein. Es sieht aus, als wären alle weg. Sie sind Dr. Warren. Sie leiten hier die Ausgrabung. Wissen Sie, was mit dem Sender passiert ist? Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Hä? Der Angriff? Was können Sie mir sonst noch über den Angriff sagen? Alles ging so schnell. In einer Sekunde sammelten wir unsere Ausrüstung zusammen. In der nächsten versteckten wir uns in dem Schuppen, weil die Geth das Camp gestürmt hatten. Handlanger der Zerstörer, Bringer der Finsternis, Boten unseres Untergangs. Wir konnten die Schlacht draußen hören. Schusswechsel, Schreie. Ich dachte, es würde nie enden. Dann herrschte plötzlich Stille. Wir saßen einfach nur da, zu verängstigt, um uns zu bewegen. Bis sie kamen. Was ist denn mit dem Manuel los? Nihlus! Ist Ihnen hier ein Turianer aufgefallen? Ich habe ihn gesehen. Den Propheten. Anführer der Feinde. Was? Er war hier, vor dem Angriff. Das ist unmöglich. Nihlus war vor dem Angriff bei uns auf der Normandie. Er kann gar nicht hier gewesen sein. Genau. Tut mir leid. Manuel ist immer noch ein wenig neben sich. Wir haben Ihren Turianer nicht gesehen. Seit dem Angriff verstecken wir uns hier drinnen. Okay, der Sender. Können Sie mir etwas über den Sender sagen? Es ist eine Art Datenmodul eines galaxisweiten Kommunikationsnetzwerks. Erstaunlich gut erhalten. Es könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung unseres Lebens sein.
wunderbare neue Technologien, bahnbrechende medizinische Fortschritte. Wer weiß schon, welche Geheimnisse er birgt. Hm. Wir haben das Herz des Bösen zutage gefördert, das Biest geweckt, die Finsternis entfesselt. Manuel, bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ihr Assistent? Was stimmt nicht mit Ihrem Assistenten? Manuel hat zwar einen brillanten Verstand, aber er war schon immer ein wenig labil. Sie wissen ja, Genie und Wahnsinn sind zwei Seiten derselben Medaille. Ist es Wahnsinn, die Zukunft zu sehen? Die Zerstörung zu sehen, die auf uns zurollt? Zu verstehen, dass es kein Entrinnen gibt? Keine Hoffnung? Nein, ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin hier der einzig Gesunde. Nach dem Angriff gab ich ihm eine Extradosis seiner Medikamente. Ich kann ihm das Maul stopfen. Diese Option ist sehr verlockend. Allerdings ist die eindeutig abtrünnig und nicht vorbildlich, also werde ich es mal nicht tun. Aber ich weiß, dass er dann hingeht und ihm eine pfeffert. auf Wiedersehen. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Psst, Manuel, leg dich hin. Du wirst dich besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Okay. Kann ich mit dem Manuel sprechen? Sie verschwenden Ihre Zeit. Hm. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Unsere Ausrottung ist unausweichlich. Ich habe ein paar Fragen. Manuel, ich möchte Sie etwas fragen. Es ist wahrscheinlich besser, wenn Sie ihn in Ruhe lassen. Genug geredet? Sagen Sie gute Nacht, Manuel. Oh no! Die Finsternis kommt. Das Ende ist nah. Sie können nicht... Grundgütiger, was haben Sie getan? Das wollte ich nicht. Das war ein wenig extrem, Commander. Jupp. Sie können doch nicht einfach rumlaufen und Leuten auf den Kopf schlagen. Sorry, das war jetzt wirklich keine Absicht. Es ist zu seinem Besten. Jetzt habe ich ihm doch das Maul gestopft. Oh no. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er etwas Unüberlegtes getan hätte. Oder etwas Gefährliches. Da haben Sie wohl recht. Bis er aufwacht, werden die Medikamente ihre Wirkung entfaltet haben. Okay. Abtrünnig plus 9. Ich muss jetzt mal ganz kurz in die Squad-Übersicht gehen bei unserem Charakter. Oh ja, da seht ihr schon, da hat Abtrünnig einen kleinen roten Balken bekommen. Das war jetzt wirklich keine Absicht, Leute. Wirklich nicht. Ich werde mal aber wieder auf die Pistole zurückwechseln. Warte mal ganz kurz. Kann ich denn? Habe ich denn nur eine Pistole zur Auswahl? Wo sind denn die Pistolen? Ich habe nur diese Kessler 1. Okay. Dann geht's weiter. Eine Sequenz. Oh, die Musik. Saren! Nylas. Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Okay. Das war eindeutig ein Schuss. Was ist das da hinten? Man sehe sich nur die Größe an. Ja, wow. Und man sehe sich mal diese roten Blitze an. Wow. Von diesen Viechern, die heißen wohl Husks. Äh.
Ah, überhitzt. Moment. Okay. Ach ja, genau, man hat endlos Feuerkraft. Bereich gesichert. Aber wenn man zu häufig schießt, dann überhitzen die Dinger. So war das genau. Holen wir uns die Schweinehunde. Alles klar, Ashley. Holen wir uns die Schweinehunde. Da drüben ist auch noch was. Ah ja, genau. Okay, Universalgel. Und da ist auch noch was, leichte Dechiffrierung. Überbrücken erfolgreich. Achtung da draußen! Wir sind unbewaffnet und kommen jetzt raus. Okay. Ist es sicher? Sind Sie weg? Es ist sicher. Sie sind jetzt in Sicherheit. Es wird niemandem was passieren. Die Dinger waren überall um den Schuppen herum. Sie hätten uns sicher irgendwann gefunden. Sie haben uns das Leben gerettet. So sieht's aus. Ich kann es immer noch nicht glauben. Als wir das Schiff sahen, dachte ich, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Es tauchte direkt vor dem Angriff auf. Sobald ich es gesehen hatte, wusste ich, dass es Ärger geben würde. Also nahmen wir die Beine in die Hand und rannten zu den Schuppen. Okay. Details über den Angriff. Erzählen Sie mir alles, woran Sie sich während des Angriffs erinnern. Wir drei arbeiteten auf dem Feld, als das Schiff auftauchte. Wir sahen es und rannten los. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Mannschaft passiert ist. Sie waren bei der Garage. In der Nähe des Raumhafens. Genau dort, wo das Raumschiff runterkam. Keine Chance, dass die überlebt haben. Das können Sie doch gar nicht wissen. Wir haben überlebt. Wenn Sie es bis zur Garage geschafft haben, könnten Sie auch noch leben. Der Sender? Wissen Sie etwas über den proteanischen Sender, der hier ausgegraben wurde? Wir sind nur ein paar Farmer. Wir haben gehört, dass Sie dort was gefunden haben, aber das hat uns nicht weiter interessiert. Jedenfalls bis jetzt nicht. Das Schiff? Was können Sie mir über das Schiff erzählen, das Sie gesehen haben? Ich war zu sehr mit Laufen beschäftigt, um es mir genauer anzusehen. Ich glaube, es landete in der Nähe des Raumhafens. Erzähl Ihnen von diesem schrecklichen Lärm, Cole. Als es landete, sendete es eine Art Signal aus. Hörte sich wie der Schrei der Verdammten an. Nur, dass es aus dem eigenen Schädel kam. War es ein Störgeräusch? Es hat vielleicht versucht, den Funkverkehr zu blockieren. Was es auch war, es fühlte sich an, als ob es direkt in den Schädel schnitt. Man konnte kaum noch denken. Okay, danke für die Infos. Auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Hey Cole, wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Und das sind Soldaten. Vielleicht sollten wir ihnen die Sachen geben. Himmel, Blake! Du musst endlich mal lernen, wann du die Klappe halten solltest. Was ist hier los? Sie sollten auspacken. Haben Sie mir was zu sagen, Cole? Ein paar Typen im Raumhafen haben einen kleinen Schmugglerring aufgezogen. Aha. Nichts Großes. Für ein paar Prozente ihres Gewinns lassen wir sie Pakete in unseren Schuppen lagern. Schmuggeln ist ein Verbrechen. Sie verstoßen gegen das Gesetz, Cole. Wir tun doch keinem weh. Himmel, ich weiß ja meistens nicht mal, was in den Paketen ist. Ich dachte einfach nur, es könnte was Nützliches sein. Ich habe eine Pistole gefunden. Dachte, sie könnte nützlich sein, wenn die Dinger zurückkommen. Aber sie können wahrscheinlich mehr damit anfangen als wir. Ist das alles? Und hier sehen wir jetzt, Leute, hier unten wäre eine abtrünnigen Aktion. Danke, wer könnten wir aussehen, wenn wir jetzt hier nicht diese Vorbildsfunktion hätten. Das heißt, wir können ihn entweder bedrohen, damit er uns alles sagt, oder wir können ihm, ja, gut zureden, damit er uns alles erzählt. Ist das alles? Wir setzen unser Leben aufs Spiel, um diese Kolonie zu retten. Sind Sie sicher, dass hier nichts mehr ist, das uns helfen könnte? Doch, da ist noch was. Mhm. Ich wollte sie verkaufen, wenn das hier alles vorbei ist. Aber Sie haben sie wohl eher verdient als ich. Wer ist Ihr Kontaktmann im Raumhafen, Cole? Wie heißt er? Er ist kein schlechter Kerl. Ich will nicht, dass er Ärger bekommt. Außerdem bin ich kein Verräter. Er könnte was wissen. Er könnte vielleicht was mit diesem Angriff zu tun haben, Cole. Wir brauchen seinen Namen. Es ist wichtig. Okay, okay. Sie haben ja recht. Er heißt Paul. Arbeitet im Raumhafen, in den Docks. Wenn er noch lebt. Okay. Paul. Auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Ich muss viel Glück. Und das sind jetzt die Sachen, die wir von dem Cole bekommen haben. Eine Stinger, 2 Pistole und ein Kampfsensor-Waffen-Upgrade. Diese Stinger-Pistole reißen wir uns gleich unter den Nagel.
die Stinger 2, die sieht doch um einiges besser aus als die Kessler 1. Also machen wir Ausrüsten. Genau. Und hier sehen wir schon, rechts ist jetzt die Kessler 1 und die ist, da alles in Rot angezeigt ist, bei allem schlechter als die Stinger 2. Gut. Gehen wir. Aber auf der Suche nach diesem Paul und nach weiteren Informationen für die Geschichte, die hier passiert ist, da begeben wir uns dann erst im nächsten Part, denn diese Folge ist schon etwas länger geworden und deswegen machen wir jetzt hier einen Cut. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.